Ekapada Bakasana, die einbeinige Krähe, ist ein fortgeschrittenes Asana, welches zu den Zweihandstellungen gehört, zu den Gleichgewichtsstellungen, aber auch zu den kraftentwickelnden Stellungen. Yoga-Ausbilder Fabian bei Yoga Vidya Bad Meinberg zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Hockhaltung und von hier aus nimmst du ein Knie auf den Oberarm, zum Beispiel den linken Schienbein auf den linken Oberarm und du streckst das rechte Bein nach hinten aus. Und das ist Ekapada Bakasana, was schon eine Herausforderung ist, wobei wenn du die Rippen dann auf den rechten Oberarm abstützt, dann ist es nicht mehr ganz so schwer.